Die Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr wollen ihren Protest im Regierungsviertel in Bagdad fortsetzen. Am Mittwoch forderte al-Sadr die Auflösung des irakischen Parlaments und vorgezogene Neuwahlen. Seine Partei hatte bei der Wahl im Oktober zwar die meisten Stimmen bekommen, scheiterte jedoch daran, eine Mehrheit für al-Sadr als Premierminister zu finden.